zwischen Aschenhütte und Hörden an einem sehr gut ausgebauten Radweg in der unmittelbaren Nähe von Herzberg am Harz, der sonnigen Südharz-Metropole und Esperanto-Stadt, findet sich ein alter Kalkofen, von dem der Bereich Aschenhütte seinen Namen hat. Hier entlang der Sieber verläuft der Karstwanderweg und man kann in diesem Bereich einen alten Gipsofen bewundern, dessen Ruinen an einem sehr gut ausgebauten Radweg stehen. Dieser Platz ist in unmittelbarer Nähe von Aschenhütte und über den Radweg kann man zum Beispiel sehr gut weiter in Richtung Hörden fahren und von dort über Hattorf, Wulften bis nach Nordheim rollen, wenn einem danach ist. Von dort könnte man mit der Bahn zum Beispiel zurückfahren. Das ist also nur ein kleiner Aussichtspunkt, der vielleicht auf einer größeren Strecke liegen könnte, wenn Sie in Herzberg am Harz unterwegs sein wollen. Herzlichen Glückwunsch! Sie haben es geschafft, das Video bis zum Ende zu schauen. Vergessen Sie nicht, den Channel zu abonnieren und über einen netten Kommentar freue ich mich auch immer. Hier sind noch zwei Vorschläge, die jetzt unbedingt angeklickt werden wollen. Und ab und zu mal im Channel vorbeischauen.